Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch gar nichts. Hallo meine Lieben, willkommen bei Bananenbrot TV. Wir machen heute ein gesundes Mousse au Chocolat. Das geht total einfach. Ihr braucht im Grunde nur zwei Grundzutaten. Die sind lecker. Lecker. Und welche Zutaten das sind, die zeigen wir euch jetzt. Für das vegane Mousse au Chocolat brauchen wir Süßkartoffeln, Backkakao und Zimt. Die Mengenangaben sind übrigens circa Angaben, also ich mache so Grundangaben, aber das variiert. Das variiert nach der Größe der Süßkartoffel, nach der Menge des Kakaopulvers und wie intensiv es nach Kakao schmecken soll oder Schokolade. Also das variiert, ne? Ihr müsst doch nicht unbedingt Zimt nehmen, ihr könnt auch Vanillearoma nehmen oder irgendein anderes Gewürz. Vanille? Irgendeine andere Geschmackszutat oder so. Ich habe die Süßkartoffeln vorgebacken im Ofen. Ich habe die eingepiekst ein bisschen, mit Schale natürlich, ist klar, ne? Dann habe ich die bei 180 Grad Umluft für ca. 30-40 Minuten im Ofen gelassen. Ob die gar sind, erkennt ihr nämlich dann daran, ob ihr jetzt zum Beispiel mit dem Messer oder mit der Gabel einfach reinkommt, dann sind sie durch. Wenn das Messer nicht ganz so schnell da reingeht, dann sind die noch hart von innen. Also da müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Aber es geht rucki zucki eigentlich. Und wer auf die Churros wartet, ne? Leute, es tut mir furchtbar leid. Wir haben im Moment sehr, sehr wenig Zeit. Es passt irgendwie nicht in unser Zeitplan. Wir werden die auf jeden Fall noch nachladen. Definitiv, die werden noch kommen. So, wenn ihr die Süßkartoffeln dann fertig gegart habt und abgekühlt habt, dann kommen die in ein Mixgefäß. Also so ein Multizerkleinerer könnt ihr nehmen. Oder ihr könnt das auch mit einem Pürierstab machen. Ich habe Schiss, dass das hier nicht funktioniert. Dass das hier viel zu klein ist. Dieses Gerät braucht ein absoluter Fehlkauf. Zuerst werden die Süßkartoffeln püriert, zerkleinert, ne? Und dann kommt gleich das andere dazu. Aber erstmal die Süßkartoffeln so richtig schön klein und matschig machen. Wenn ihr dann so eine richtig schöne Matschepampe habt, dann kommen die anderen Zutaten dazu. Also den Kakao, den geben wir mal ganz dazu. So, ihr habt gesehen, das ist absolut kein Hexenwerk. Es ist fertig, es ist genial und es ist so super cremig. Das könnt ihr jetzt noch mal hier kurz sehen. Es ist wirklich so richtig schön schlotzig, schlotzig cremig. Zwei Grundzutaten, kein Zuckerersatz dazu, kein gar nichts, einfach nur die Süße der Süßkartoffel und dann habt ihr ein super geniales, leckeres, cremiges Mousse. Wow, super lecker, schnell zubereitet, ein Träumchen. Macht es nach, lasst ein Like für uns da und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV.